Schauen Sie mal ganz genau hin. Können Sie sich vorstellen, so langsam zu gehen? Bestimmt. Mm-mm. Okay, die nächste Frage. Können Sie sich vorstellen, 2 Monate so langsam zu gehen? Und das ist noch schnell, weil ich habe mal auf die Uhr geschaut und ich habe für einen Schritt, und ein Schritt unterteilt sich bei der Gehmeditation in 3 Phasen, und zwar in das Lifting, in das Pushing und in das Dropping. Lifting, Pushing, Dropping. Und zwar ein Schritt, 1 Minute. Da braucht man für 400 Meter eine halbe Stunde. 2 Monate. Von morgens um 3 bis abends um 9:30. Zwischendrin gibt es ein bisschen Abwechslung. Jeweils immer 1 Stunde sitzen, ohne sich zu bewegen. Also so ähnlich wie Sie heute Abend. Bisschen mehr Abwechslung bekommen Sie. 1 Stunde gehen, 1 Stunde sitzen. Das knapp 15, 16 Stunden am Tag. Sie können sich ausrechnen, wie viel Schlaf man dann dort bekommt. Nicht mehr als 4 Stunden. Man hat ja auch noch 1-2 Stunden Pause, wie nach dem Frühstück und nach dem Mittag. Was es übrigens morgens um 5 gibt, das Frühstück, weil man steht ja um 3 Uhr morgens auf, und um 10:30 gibt es das Mittag. Das war's dann. Weil mit vollem Bauch zu sitzen und zu gehen, sprich zu meditieren, ist nicht förderlich, weil dann die ganze Energie natürlich woanders ist. Und so sieht das aus, dann hat man so ein Stück Weg, auf den man sich konzentriert und dann halt seine Schritte tut. Die Holzhütte, in der ich diese 2 Monate gelebt habe, war circa 10 Quadratmeter groß und bestand nicht aus großem Luxus, sondern aus einer einfachen Holzpritsche mit ungefähr so 3 Zentimeter dicken Schaumstoff. Und ich kann Ihnen sagen, ich habe noch nie besser in meinem Leben geschlafen. Auf keinem Boxspringbett, auf keinem Wasserbett, auf keinem Futonbett, gar nicht. Auf diesem Bett, das waren die besten Nächte. Allein. Das Badezimmer, auch sehr luxuriös ausgestattet, eine Toilette und ein Wasserhahn sozusagen aus der Wand heraus, wo auch nur kaltes Wasser kam, gewöhnt man sich dran, ist nicht ganz so tragisch. Was ich sehr zum Anfang gewöhnungsbedürftig fand, nach spätestens 3-4 Wochen als sehr befreiend und erleichternd, in diesen 2 Monaten hatte ich nicht mehr als 2 weiße Blusen und 2 lange braune Röcke. Mehr nicht. Was Sie da noch sehen, das sind noch so lange weiße Longsleeve, weil es wird auch kalt. Wo habe ich das gemacht? Nicht in Deutschland, sondern im heutigen Myanmar, im ehemaligen Burma. Vom 1. Dezember bis 31. Januar im letzten Jahr. Und deshalb auch ein paar Longsleeves, weil auch die haben Winter mit ca. 20 Grad. Aber ist es ganz hilfreich. Der erste Tag ist noch ganz lustig. Da ist alles ganz neu. Und guckt mal rum und spätestens am 7. Tag sieht die Welt schon wieder ganz anders aus, und ich habe mir gedacht, oh wow, die meinen das echt ernst hier. Ich muss mich hier wirklich in Zeitlupentempo vorwärts bewegen. Ich muss morgens um 3 Uhr aufstehen mit dem Gong und 3:30 spätestens in der Meditationshalle sein, um meine erste Runde der Gehmeditation zu praktizieren. Und auch bis abends um 9:30 muss ich anwesend sein, weil wir hatten auf unserem Moskitonetz, was über uns hing, wenn wir gesessen haben, eine Nummer mit unserer Holzhütte. Und wenn wir nicht anwesend waren, wurden wir aus unserer Holzhütte geholt. Ist mir natürlich nicht passiert, weil ich war vorbildlich. Was ich aber festgestellt habe jetzt in der Vorbereitung für diesen Vortrag, ist ganz interessant, das ist eins meiner 3 Tagebücher, die ich in diesen 2 Monaten geschrieben habe. War nicht wirklich erlaubt, aber ich musste irgendwie meine Gedanken loswerden, und die waren nicht immer alle wunderbar. Und am 7. Tag, sprich genau heute vor einem Jahr, am 7. Dezember, habe ich geschrieben, um 15.07 Uhr übrigens, ich zweifle gerade an mir, dass ich es wirklich schaffe, 2 Monate hier zu sein. Auf der einen Seite war der konkrete Gedanke, dass ich wirklich abbreche, noch nicht da.
Auf der anderen Seite ist es so unvorstellbar, so lange dieses Achtsamkeitstrainings durchzuhalten. Und dann kommt natürlich auch noch der Gedanke auf, warum überhaupt so lange? Geht das nicht auch irgendwie kürzer? Zum Glück habe ich ja die Vipassana-Erfahrung. Vipassana ist die Meditationsform, die ich dort praktiziert habe. Denn so weiß ich, es ist nur mein Geist, der mal gerade sich wieder wie so ein kleiner, süßer Puppy-Dog, also wie so ein kleiner Welpe, aufführt. Also Katja, weiter geht's mit der nächsten Runde. Du bist jetzt schon eine Woche hier. Das Leben vorher sowie die Vorstellung auf das Leben nach diesem Kloster ist ebenso unwirklich wie die 7,5 Wochen, die dann noch vor dir liegen. Die Zeit fühlt sich gerade sehr, sehr relativ an. Und dann als kleinen Nachtrag, ganz klein geschrieben, die anderen sehen so aus, als ob denen das gar nichts ausmacht. Allerdings weiß ich, auch sie leiden auf ihre Art und Weise. Und da stellt sich natürlich für den einen oder anderen die Frage, leiden? Warum machst du das dann? Warum hast du es überhaupt getan? Und da drehe ich die Zeit ein bisschen zurück in das Jahr 2009. 2009 war ein ganz besonderes Jahr für mich. Da habe ich mit meinem Mann zusammen eine zerstückelte Weltreise gemacht. Wir haben angefangen auf den Malediven, sind dann in der Karibik gesegelt, waren in Indien und dann in der Türkei und letztendlich auf Hawaii. Und wer schon mal vielleicht von Ihnen auf Hawaii Big Island war, mit dem Helikopter über diese Insel geflogen ist und es gibt einen aktiven Vulkan. Ich weiß nicht, wer von Ihnen ist schon mal über einen aktiven Vulkan geflogen? Mal Handzeichen. Oh, okay, niemand. Dann können Sie jetzt Ihre Fantasie spielen lassen. Sie fliegen über diesen aktiven Vulkan, dieser Rauch steigt auf und Sie sehen, wie die Lava sich durch die Landschaft frisst. Links und rechts grüner Wald und zwischendrin sind die Lavafelder. Und teilweise glüht es dann auch noch. Und das war für mich ein ganz bewegender Moment. Und so richtig kitschig im Hintergrund lief Israel Kamaka wie Woole mit Somewhere Over the Rainbow. Und das war ein ganz bewegender Moment für mich, diese Erde von oben zu sehen. Im gleichen Jahr auch hatte ich persönlich eine Diagnose von einem malignen Melanom mit einer Größe von 1,9 mm. Das heißt im Klartext mit einer Überlebenschance für die nächsten 5 Jahre bis maximal 30-40%. Und das waren so zwei Sachen, also zum einen diese Schönheit der Natur, der Welt zu erleben, diese Vielfältigkeit und gleichzeitig meine eigene Endlichkeit, was in mir ein Bedürfnis geweckt hat, etwas zurückgeben zu wollen, etwas zu hinterlassen, etwas Gutes zu tun für andere. Nicht nur für mich aus reinem Egoismus, sondern einfach was geben zu wollen. Und ich wusste nur nicht was und ich wusste auch nicht wie. Und es war aber dieser Gedanke, dieser Samen war einfach in meinem Kopf drin und er geisterte. Und irgendwann ist er auch verschütt gegangen, weil andere Sachen wichtiger wurden. Und dann im letzten Jahr, Mitte Oktober 2012 war es dann soweit. Ich bin Auto gefahren und Sie kennen das alle, Autofahren tun wir alle mit dem Autopiloten. Wir denken nicht mehr nach, wann muss ich kuppeln, wann muss ich Bremse treten und Gas geben und so weiter. Auf einmal durchfuhr es mich wie so ein Blitz und ich wusste, yes, ich weiß, was ich mache. Und zwar auch 2009 habe ich begonnen zu meditieren. Das war, als ich das erste Mal in Indien war und da waren es nur 10 Tage. Und ich weiß, selbst 10 Tage ist schon eine ganze Menge. Jedenfalls habe ich in diesen 10 Tagen für mich erfahren, wie wohltuend es ist, wie gut es tut, einfach mal in die Stille zu gehen, wie gut es tut, einfach mal die Gedanken aufkommen zu lassen und auch ziehen zu lassen. Und ich hatte mir beschlossen, mir das selbst als Geschenk zu geben, zu schenken, einmal im Jahr mich für 10 Tage zurückzuziehen. Und ich bin dann auch so, ich mache das dann auch, ich ziehe das dann auch durch und dann aber wann war das, 2011, Ende 2011, genau, war ich in der Schweiz auf dem Berg meditieren und bin dann nach Hause gekommen und habe gedacht so, nee, das ist es nicht, das ist viel zu kurz. Da komme ich gerade mal an so einen Punkt, wo es anfängt interessant zu werden, weil 10 Tage hältst du irgendwie aus, das geht schon. Ja, und dann habe ich gesagt so, irgendwie, da gibt es bestimmt noch irgendwas anderes. Habe mich kundig gemacht und wie es dann mal so ist, dann ist ein Gedanke da und dann laufen dir Menschen über den Weg und auf einmal
lief mir jemand über den Weg, der mir drei verschiedene Möglichkeiten erzählt hat und dann meinte, und die anderen beiden, die waren auch ganz interessant und die dritte war dann so, ja, das ist aber die herausforderndste und die schwierigste. Und ich so, ich komme aus dem Leistungssport und das ist so ein Ego-Tick. Und dann, na klar mache ich das, ich gebe mich doch nicht hier mit so Kindergarten-Meditationen ab. Also 2 Monate nach Burma zu einem sehr, sehr strengen Lehrer, der heute mittlerweile 94 Jahre alt ist und seit seinem 7. Lebensjahr meditiert. Und ich kann Ihnen sagen, das ist wirklich so jemand, als ich ihn das erste Mal so erlebt habe, und ich meine, ja, hallo, ich bin in einer westlichen Welt aufgewachsen, so von wegen, ich stelle mich mal neben ihn, lege einen Arm um ihn und mache ein Foto. Ja, denkste, 20 Meter Abstand, nur den Kopf gesenkt, die Hände in Gebetshaltung und gar nicht ihn anschauen. Das darf man gar nicht, das ist aus Respekt, halt, hält man diesen Abstand halt vor ihm. Und dann bin ich halt, oder dann war dieser Entschluss gefasst, okay, ich gehe 2 Monate nach Myanmar und setze mich dort in dieses Kloster. Und dieser Blitz, der da während des Autofahrens kam, ja, ich weiß jetzt, wie ich das tue und was ich mache. Da war auf einmal dieses Bild und dieser Gedanke und dieser Wunsch und es ist wie so ein Herzprojekt geworden, diese Zeit, 2 Monate, wer von Ihnen würde einfach mal sagen, okay, ich gehe jetzt für 2 Monate weg oder ich war insgesamt für 3 Monate weg. Einfach mal so wegfliegen, okay, alles hier sein lassen und ich habe die Zeit, macht es, Geld kommt sowieso und brauche mir keine Gedanken machen. Ja, eben mal so. Ich weiß, dass es ein großer Luxus war und ich habe mir gedacht, okay, wenn ich mir schon diese Zeit nehmen kann, dann möchte ich daraus auch etwas Gutes tun für andere. Ich habe von einem oder von meinem Top 3 meiner Bar Buddies, also mit dem ich gerne abends an der Bar, also ab und an mal an der Bar sitze und eintrinke, ein Buch geschenkt bekommen und zwar über ein Kinderhospiz. Und er hatte mir das empfohlen und es lag ein halbes Jahr bei mir zu Hause und ich habe immer einen riesen Bogen um dieses Buch gemacht. Ich habe ihm versprochen, okay, ich lese, es ist leslich und ich habe es auch immer angeschaut, aber ich habe mich nicht getraut, dieses Buch zu lesen. Und dann eines Tages habe ich es mir doch in die Hand genommen und ich habe es innerhalb von 1,5 Tagen aufgefressen. Ich habe geweint, ich habe gelacht, ich war tief berührt, ich hatte Gänsehaut und ich dachte so, wow, was für ein wertvolles Buch. Das war genau das, wo sich diese Idee geformt hat. Ich nutze die Zeit, die ich dort rumsitze im Kloster. Und macht daraus eine Spendenaktion und wie in der Schule, vielleicht kennen Sie das mit dem Sponsorenlauf, Rundenlaufen, ne? Pro Runde spendet man 50 Cent. Und ich habe mir gedacht, okay, diese 62 Tage, sprich diese 2 Monate, ich weiß nicht, ob ich das durchhalte. Und es ist so ein Luxus und ich mache jeden Tag oder ich lade Menschen ein, für jeden Tag, den ich durchhalte, dass sie eine bestimmte Summe spenden. Gesagt, getan, ich mich sofort ans Telefon gehängt und telefoniert und ich habe eine Webagentur gefunden, ich habe jemanden gefunden, der PR dafür macht, der Facebook-Fanseite, wir haben Flyer gedruckt, alles. Und ja, es war mein Herzprojekt geboren und die haben sich um alles gekümmert, sodass ich ganz entspannt nach Myanmar fliegen konnte für diese 2 Monate. Ich hatte keine Ahnung, wie viel Geld da zusammenkommt. Ich wusste nur, nicht, oder ich weiß, beziehungsweise wusste, mehr als einmal hat mich dieses Projekt unterstützt, da zu bleiben. Weil ich war öfter an so einem Punkt, wo ich dachte, warum tue ich das hier überhaupt? Das ist doch totaler Hirnsinn. Warum soll es mir damit besser gehen? Warum soll ich hier mit meinem inneren Frieden finden und glücklich werden und meditieren? Sollen sie doch alleine hier stumm rumsitzen und langsam gehen? Und ich habe mir doch damals geschworen, als ich diese Diagnose bekommen habe und meine eigene Endlichkeit wirklich am Körper erfahren habe, ich genieße mein Leben. Das hier alles hat nichts mit Genuss mehr zu tun. Und dann im zweiten Gedankengang ist mir das Charity-Projekt wieder in den Sinn gekommen und habe gedacht, Katja, wenn du jetzt nicht das hier für dich machst, dann halte durch, dann bleibe hier und bleibe hier für die Kids und für die Familien in dem Hospiz. Weil das Geld, was ich gesammelt habe oder was wir gesammelt haben, ging an ein Kinderhospiz in Thüringen,
Weil wer sich ein bisschen mit diesem Thema Hospiz auskennt, Hospize werden nicht, oder zumindest das Kinderhospize werden nicht vom Staat gefördert, sondern nur das erkrankte Kind. Aber ein Kinderhospiz ist alles andere als ein normales Hospiz, wo ältere Menschen hingehen, um zu sterben. Nein, ein Kinderhospiz ist ein Ort des Lebens, der Liebe und des Lachens. Da wird Zeit der Familie gegeben, um nochmal richtig schöne Momente zu erleben. Und die Kinder, die dorthin gehen, nein, die sterben nicht unbedingt dort. Es ist eine Art Urlaub. Und wie gesagt, die Kids, die betroffen sind, die werden, ich glaube, zu 95% vom Staat unterstützt, beziehungsweise von der Krankenkasse, aber nicht die Familien. Und das ist Vater, Mutter und meistens dann noch Geschwister mit dabei, ein, zwei oder auch drei. Und die müssen das aus eigener Tasche finanzieren. Und wer aber ein todkrankes Kind zu Hause hat, die wenigsten können da wirklich noch voll arbeiten gehen. Ja, und das war etwas, was mich sehr motiviert hat, dabei zu bleiben. Und das Spannende ist auch, wenn man sich hinsetzt, Sekunden können vergehen wie Jahre. Jahre vergehen wie Sekunden. Und damit Sie überhaupt eine Vorstellung haben, wie fühlt sich das an, lade ich Sie jetzt einfach mal ein, für eine Minute wirklich mal zu meditieren. Jetzt kommen wahrscheinlich so Fragen, wie meditiert man? Hat das nichts mit Esoterik zu tun? Nein. Also wie wir meditieren, das erkläre ich gleich. Rutschen Sie mal an den vorderen Rand Ihres Stuhles bzw. Ihres Kinosessels. Und das hat auch nichts mit Esoterik zu tun, meditieren. Meditieren ist einfach wirklich eine Methode, um die Gedanken zu beruhigen. An Ihrem Hinterkopf, stellen Sie sich vor, Sie haben ein goldenes Band, das zieht Sie lang nach oben. Lang nach oben. Lang nach oben, jawohl. Schließen Sie jetzt Ihre Augen. Die Hände können Sie auf den Schoß legen, wie Sie wollen. Auf Ihren eigenen Schoß bitte. Jawohl. Ja, ja, ja. Ich sehe hier alles hier vorne, auch wenn die Scheinwerfer ziemlich grell sind. Okay, Augen sind geschlossen. So, was Sie jetzt machen, Sie legen eine Hand auf Ihren Bauch und beobachten einfach nur, wie die Bauchdecke sich beim Einatmen hebt und wie sie sich mit dem Ausatmen senkt. Wie sie sich mit dem Einatmen hebt und wie sie sich mit dem Ausatmen senkt. Ohne dass Sie irgendwie Ihren Atem jetzt beeinflussen, sondern einfach nur beobachten. Sie widerstehen jeden Impuls, sich bewegen zu wollen. Sie widerstehen jeden Impuls, auch nur ein klitzekleines bisschen zu blinzeln mit den Augen. Sondern Sie beobachten einfach nur das Heben und Senken der Bauchdecke. Und dann öffnen Sie jetzt wieder die Augen, dürfen sich wieder zurücklehnen in Ihren Sessel. Waren da irgendwie so Gedanken, wie lang war das jetzt? Warum mache ich das? Das ist ganz normal. Gedanken kommen nach oben. In dem Moment, wenn wir mit dem Körper still werden, kommen die Gedanken hoch. Und wenn wir dann noch nichts tun, da kommen so viele Gedanken. Und das ist auch gut so. Wenn Ihnen also irgendwann jemand mal sagt, so, setz dich hin, meditiere und hab keine Gedanken, forget it. Das geht nicht. Gedanken haben wir immer, es sei denn, wir konzentrieren uns auf unseren Atem. Das 2 Monate lang, nicht nur für so eine kurze Minute. Und das sieht, das war der Flyer, den wir verteilt haben und genau, so sah die Meditationshalle aus, die wunderbaren Moskitonetze. Und die waren sehr hilfreich, weil es gab viele Moskitos. So ungefähr war das. Wäre eine Stunde. Unglaublich. Und auch da kommen tausende von Gedanken nach oben. Und danach wieder sitzen. Und dann wieder gehen. 2 Monate, immer das Gleiche. Und Sie können sich sicher jetzt vorstellen, dass es wahnsinnig entschleunigt. Also ein Stressempfinden, so wie ich es vorher hatte, kenne ich gar nicht mehr. Mein einziger Wunsch, bevor ich hingeflogen bin, war, ich möchte nicht mehr so viel fluchen beim Autofahren.
Ich habe sogar mehr mitgebracht und ich fühle mich viel reicher beschenkt als nur das. Und ich fluche auch nicht mehr beim Autofahren, weil ich fahre kein Auto mehr. Ich fahre nur noch Fahrrad. Wenn Sie anfangen zu meditieren, wenn Sie anfangen, mal die Welt in sich mehr zu betrachten und wahrzunehmen, dann passieren ganz magische Dinge. Und zwar magisch deshalb, Sie sehen mich dort mit einem schwarzen Fischerhut. Und das ist etwas, was ich Ihnen jetzt noch mit auf den Weg geben möchte, weil es eine ganz wichtige Erkenntnis bzw. Geschichte für mich. Es waren ungefähr gefühlte 45 Grad dort. Und die Augen sind halt unser Sinnesorgan, was die meisten Reize wahrnimmt. Und wenn wir aber in der Gegend hin und her schauen, dann können wir uns nicht auf die Gehmeditation oder auf Sitzen konzentrieren. Und dann habe ich mir eines Vormittags so einen Hut gewünscht. Den hatte ich nicht mit, sondern ich habe ihn mir einfach nur gewünscht, damit ich eine breite Krempe habe, damit ich gar nicht rumschauen kann. Und das war am Vormittag. Ich gehe nach der Mittagspause aus meiner Holzhütte raus, liegt ein kleines Päckchen vor meiner Tür. Ja, da war dieser Hut drin. Fragen Sie mich bitte nicht, wie der dahin gekommen ist, wer mir den gegeben hat. Ich weiß es nicht, ich habe ja mit niemandem geredet. Solche Dinge passieren. Und die passieren nicht nur dort und die passieren nicht nur mir, die passieren jedem von uns. Nur wir sind so voll mit den Reizen vom Außen, dass wir das gar nicht mehr wahrnehmen. Und wenn, dann ist es, huch, das war Schicksal, huch, das war aber ein Zufall. Nein, wenn wir anfangen, wirklich ruhig zu werden, wenn wir unsere Welt im Innern wahrnehmen, dann haben wir eine ganz andere Schwingung und auf einmal passieren uns Dinge, wo wir denken so, wow, was ist das denn? Und das war wirklich etwas ganz, ganz Einschneidendes. Eine andere Sache, ich stehe jetzt hier vorne und erzähle diese Geschichte, diese 2 Monate. Und als ich dort war, wurde ich gefragt, ob ich eine Closing Speech, sprich die Abschlussrede halten möchte. Und wir waren ungefähr 200 Yogis, so nennt man die Meditierenden. Und ich wurde gebeten, eine Abschlussrede zu halten. Und ich dachte, wieso ich? Wissen die, dass ich rede? Keine Ahnung. Aber die haben mich gefragt. Sadhu. Sadhu, 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 sagt man im Sinne von richtig gemacht, richtig gesagt, Respekt. Und ich habe in dieser Rede versprochen, meinem 93- bzw. jetzt 94-jährigen Meditationsmeister, kann ich schon wirklich sagen, und allen anderen Meditierenden, dass ich davon erzählen werde, dass ich diese Idee weiter verbreiten möchte, dass ich andere Menschen noch mehr Menschen dafür inspirieren möchte. Das tue ich hiermit auch. Und ich habe mein Herzprojekt, habe ich interessanterweise Meditieren für den Weltfrieden genannt. Und was ich nicht wusste, weil ich habe das 4 Wochen, bevor ich geflogen bin, so getauft, was ich nicht wusste, dass mein Meditationslehrer ein Buch geschrieben hat, wo er im Vorwort reingeschrieben hat, wir meditieren nicht, um bewundert zu werden, wir meditieren, um etwas für den Weltfrieden zu tun. Ist übrigens auch nochmal so eine, da kriege ich gerade Gänsehaut. Es war wirklich unglaublich, wo ich das dann gelesen habe, wo ich dachte, hey, das passt. Wir haben insgesamt über 20.000 Euro gesammelt, was wir an das Kinderhospiz übergeben durften. Damit wird gerade momentan ein Streichelzoo errichtet. Und ich bin mir sicher, dass die Familien und die Kinder ein wahnsinnig schönes Lächeln im Gesicht haben werden. Und das ist auch genau das, was jeder, der regelmäßig sich zurückzieht, der regelmäßig die Stille wahrnimmt, spüren kann. Ein Herzen, ein Lächeln, und zwar nicht, weil die Schuhe so toll sind, nicht weil, keine Ahnung, weil die Weihnachtsbaumbeleuchtung so wunderbar bunt blinkt, sondern ein Lächeln aus dem Herzen heraus, ein Lächeln tief aus sich selbst heraus. Und das ist genau das, was ich Ihnen auch mitgeben möchte. Und das ist das, weshalb ich auf der Bühne stehe. Und meine Vision ist einfach, dass wir Menschen mehr lächeln. Weil so ein Lächeln ist wie ein Stein, den Sie in einen glatten, ruhigen See werfen.
Sie werfen ihn rein und er verbreitet sich wie die Kreise, bis sie schließlich am Ufer sind. Und genauso passiert das mit einem Lächeln. Wenn wir jemand anderen ein Lächeln schenken, das ist das schönste Geschenk. Und ein Lächeln bei uns selbst bewirkt gute Gedanken. Ein Lächeln, wenn es gute Gedanken bewirkt, bewirkt gute Handlungen und auch gute Worte. Dazu möchte ich Sie heute Abend auch einladen und Ihnen ein Stück weit davon mitgehen. Behalten Sie Ihr Lächeln in Ihrem Herzen. Lassen Sie uns gemeinsam lächeln, weil die Welt braucht unser Lächeln. Danke. There's a place in your heart, and I know that it is love.